Dortmund. Sebastian Schmidt und Christopher Wohland sind von der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, kurz BG Bau. Sie kontrollieren die Arbeitssicherheit auf Baustellen. Es ist 14 Uhr. Die beiden sind unterwegs nach Hamm. So, jetzt fahren wir in ein Neubaugebiet. Da sind Einfamilienhäuser, freistehende, die da gebaut werden. Und da ist ein Teil durch Bauunternehmen gemacht und ein Teil sind private Bauherren, die da mit ihren Verwandten und Freunden viel in Eigenleistung machen. Insofern geht es da teilweise ein bisschen drunter und drüber. Vorne sind die Dachdecker, das gucken wir uns jetzt mal an. Das sieht vom Gerüst her soweit gar nicht schlecht aus. Die haben das Gerüst allerdings ein bisschen umgebaut, haben da so eine Absetzbühne drauf gebastelt, wo die eine Mulde drauf abgesetzt haben. Dafür ist das Gerüst so nicht gebaut. Und da sprechen wir jetzt mal kurz mit ihnen drüber und gucken uns dann auch den Rest an. 2018 ereigneten sich mehr als 100.000 Arbeitsunfälle auf deutschen Baustellen. 88 davon endeten tödlich. Mahlzeit, nicht erschrecken. Wohland von der BG Bau, der Kollege Schmidt, wie kommen wir denn zu Ihnen hoch? Mit Klettern, okay. Ja. So, ja, das ist auch hier. Mhm. Herzallerliebst. Die Leiter, die hier ist, ist nicht Ihre, oder? Bitte? Die Leiter ist nicht. Nö, die nehmen wir auch gar nicht. Okay. Hier sehen wir eine Leiter, die hat es wirklich hinter sich. Ne? Das kann man, glaube ich, deutlich erkennen. Da ist ja keine einzige Sprosse mehr in Ordnung. Auch hier in den Holmen ist das Ding kaputt. Und hier ist ein Fall für die Tonne. Und die wird hier aber weiter verwendet. Das Gemeine ist, die gehört nicht denen. Mir gehört sie auch nicht. Das heißt, ich kann sie jetzt auch nicht entsorgen. Ich müsste jetzt den Eigentümer oder Besitzer dieser Leiter hier finden und müsste dem sagen, diese Leiter ist der Nutzung zu entziehen. Weil wenn ich die jetzt in den Container schmeiße, dann kommt einer und sagt, ja, das war ja das Erbstück meines Urgroßvaters und die stand hier ja auch nur, weil ich die lagern wollte, damit die bei uns zu Hause wieder in die Vitrine kommt. Und die ist ganz wertvoll und du hast sie weggeschmissen. Wir brauchen da mal, ja, ich würde mal sagen, unter 5.000 Euro geht da nichts. Ne? Das hat ja schon hier Familienwert. Und deshalb muss ich die jetzt leider stehen lassen. Ja. Christopher Wohland und Sebastian Schmidt wollen die Dachdecker befragen. Mahlzeit. Mahlzeit. Wohland ist mein Name von der BG Bau. Wir haben noch den Kollegen Schmidt dabei. Wir sind des Weges gekommen, weil wir wussten, dass hier Bauarbeiten stattfinden. Es gibt aber einen Grund, warum wir bei Ihnen angehalten haben. Weil Sie jetzt als Profi-Dachdecker eigentlich, was so Eigenbaumaßnahmen angeht, jetzt nicht unsere Zielgruppe für heute gewesen wäre. Aber Sie haben hier eine Absetzbühne quasi geschaffen auf dem Gerüst. Ja. Und das ist so aus einem einfachen Grund nicht statthaft, weil dieser Holm hier. Das sind keine tragenden Elemente, es sind nur Schutzelemente. Genau, richtig. Wissen Sie, was der aushalten muss? Nein. 30 Kilo. Da wiege ich ein bisschen mehr. Ja. Und wenn ich gerollt komme, habe ich das Doppelte drauf. Ja, genau. Aber das ist das, was nach der Norm, also der. Und wenn Sie da jetzt Ihre entsprechend Mulde bzw. das Lastaufnahmemittel draufsetzen, dafür ist das Gerüst nicht gemacht. Okay. Insbesondere, wenn Sie dann drunter herlaufen oder Ähnliches. Ne? Und das andere war natürlich, was wir auch gesehen haben, Trockenschneiden auf dem Dach. Trocken nicht mehr. Seit wann das denn? Das sind wir nicht drüber informiert. Das muss ich jetzt ganz ehrlich jetzt mal ganz vehement einbringen, dass es bei uns noch nicht angebracht worden ist. Denn dann müsste ja eigentlich ein Rundschreiben von der BG angebracht werden, dass der Trockenschnitt auf dem Dach nicht mehr erlaubt ist. Sie werden es nicht glauben, der Trockenschnitt ist nicht nur auf dem Dach nicht mehr erlaubt, der ist gar nicht mehr erlaubt. Und das Rundschreiben, das gab es nicht als Rundschreiben, das gab es als bestimmt gefühlt 20 Beiträge in der BG Bau aktuell, die Sie alle wahrscheinlich voller Inbrunst lesen.
Und auch in, mal zu Gesicht bekommen, ja. Ja, und Sie haben natürlich auf der einen Seite die Möglichkeit, sich mit Atemschutz zu schützen. Das haben Sie jetzt auch versäumt. Auf der anderen Seite müssten aber auch alle anderen drumherum dann Atemschutz tragen. Also das heißt tatsächlich trockenschneiden. Das ist sogar theoretisch, ohne dass das jetzt akut ist, aber das wäre, wenn Sie jetzt da vehement Wiederholungstäter wären und wenig einsichtig, das wäre sogar Bußgeld bewährt. Ich meine, da brauchen wir jetzt nicht drüber reden, dass das wir ja hier jetzt vernünftig darüber reden. Wegen der Feinstaubbelastung. Genau, also es gibt dann sogenannte alveolengängige Stäube, ne? Die gehen dann in ihre weiter tiefer unten liegenden Lungen, in das Lungengewebe und sorgen dann dafür Lungenkrebs. Ja, und deshalb ist Staub, silikogener Staub, da gehört aber auch hier das beim Schneiden der Dachziegel und Dachsteine dazu. Haben Sie denn entsprechende Masken da? Ich glaube, unten im Auto hatte Können wir ja gleich mal ganz kurz gucken. Welcher Gerüstbauer mag Sie denn nicht, dass er Ihnen das Gerüst so gebaut hat, dass man hier hochklettern muss? Da müssen 90% der Gerüstbauer. Da müssen Sie leider unseren Auftraggeber nachfragen, ja. Weil das ist noch eines der schönsten Gerüste, was wir vorfinden. Ja. Die haben teilweise Gerüste, da habe ich schon manchmal dran gedacht, bei euch anzurufen, weil wir dummerweise immer die Leidtragenden sind. Einmal behindert es unsere Arbeitsproduktivität, unsere Sicherheit und zweitens haben wir euch im Nacken. Ah, uns haben sie ja nicht im Nacken, uns haben sie ja vor der Brust. Ja, vor der Brust. Ich glaube, das ist noch besser. So, wenn Sie ein Gerüst haben, also dieses hier geht ja wirklich, außer dass Sie keinen guten Zugang hier hoch haben. Ansonsten bin ich ja schon froh, dass hier Netze drin sind und die sogar unten angebunden sind. Ja. Ne? Okay, der Rahmen müsste da oben hoch. Ne? Das haben Sie jetzt runtergemacht, weil Sie hier... Und sogenannten Arbeitsbühne. Ja, Absetzbühne, genau. Aber die müssen Sie gleich zurückbauen. Ne? In großer Einsicht und tätiger Reue wird das zurückgebaut. Gut, dann verbleiben wir so. Ja. Dann bauen wir sie das also bauen zurück. Wir zurück. Genau. Wir gehen immer nach den Masken gucken. Ja. Ja? Dann klettern wir mal wieder runter. Wir haben uns jetzt ja die Baustelle angeschaut, weil das Gerüst an dieser Stelle verändert wurde. Die Holme oben im Gerüst haben einfach keine Tragkraft, um da sowas drauf abzusetzen. Das mag jetzt noch gehalten haben, aber wenn die Mulde nachher voll ist, die oben drauf ist mit Ziegeln, so wie diesem hier zum Beispiel, der kaputt ist, dann hat das so ein Gewicht, dass das unter Umständen nicht mehr hält. Und dann fällt, wenn es ganz doof läuft, das Gerüst mit um. Die haben das Gerüst überlastet. Die komplette Mulde stand auch noch genau vor dem Eingang des Hauses. Also sie wäre genau da runtergekommen dann, wo alle Leute aus dem Haus rein und raus gehen, die Bauarbeiter. Und das ist halt schlecht, wenn da von oben so eine Mulde runterkommt, die dann so 700 Kilo wiegt und einem auf den, da ist auch egal, ob man einen Helm auf hat, Kopf fällt. In 2 Tagen kontrollieren Christopher Wohland und Sebastian Schmidt erneut. Dann müssen die Dachdecker die Absetzbühne zurückgebaut und geeignete Atemschutzmasken dabei haben.